Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Mass Effect 2. Ja, jetzt sind wir wieder. Wir sind immer noch nicht so fertig mit der Mission hier. Die ging halt jetzt ewig lang durch das ganze Geballer hier und ja. So, und ich bin auch nicht so der großartige Kämpfer hier. Ja, dann gehen wir mal weiter und halten diese Typi-Frau auf hier, wo einmal am Mikrofon rumstand. So, die hat jetzt hier irgendwie Gifte einleiten wollen in die Tanks. Wir müssen das jetzt hier irgendwie verhindern. Ey! Ich würde sagen, sie hat genug geredet. Wir wurden entdeckt! Ach ja? Ha! Wow! Die fetzt hier ohne Ende. Hey! Jetzt habe ich wieder in die Fresse bekommen. Ah, jetzt kommt das dicke End, oder wie? Muss. Ah, oh, ja, wo kam der jetzt her? Burn it, baby. Aua! Ah, jetzt hat wieder voll einer reingeleuchtet gekriegt. Vier, so. Mein Schild muss wieder hoch. Nee, lass das mal lieber sein, ja. Ah, Hilfe. Ach ja. So, bitteschön. Wow. Burn. Alter Schwede. Zerstören Sie alle. Ich baue es wieder auf. Mensch. Drei. Haben wir geschwind Heilung. Ja, dann lassen doch explodieren. Das macht mir gar nichts. Wow. Okay. Ich einen eingeschenkt, der einen eingeschenkt. Und du da oben nervst auch. Aua. Die hat auch eine Mods Panzerung hier. So, jetzt hat er mal ordentlich drauf hier. Alarm im Labor. Verdammt, was macht okay da hinten bloß? Weiß nicht. Der Laboralarm ging mit einem Systemausfall einher. Die verbliebenen Laborsysteme sind ungeschützt und ich habe mir eingeschränkten Zugriff verschafft. Den Laborscannern zufolge ist der Raum voller Toxine und Okias Lebenszeichen sinken rapide. Ich rate zur Eile. Oh. Ja, ich hasse Eile. Ja, und jetzt müssen wir jetzt wieder zurück, oder wie sehe ich das jetzt hier? Okay, wir haben keinen Counter. Ja. Lauter zerbrechliche Kisten. Was bringen das eigentlich hier? Die zerbrechen doch gar nicht. Ah, jetzt zerbrechen sie. So, dann gehen wir mal hier. Sie rät zur Eile. Okay. Hier mal nachladen. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Kontamination entdeckt. Notentlüftung aktiv. Okay, aber wenn die Notentlüftung drin ist, dann müsste doch das funktionieren. Ich muss schnell ihn retten, bevor der voll labert, ja. Okir hat sein Leben für diesen einen Kroganer gegeben? Machen Sie mal auf. Sehen wir nach, was ein reiner Kroganer drauf hat. Ist es die Kopfschmerzen wert? Er ist fast unverzichtbar. Ein reiner Kroganer hat einen ziemlich harten Schlag und sowas können wir eigentlich immer gebrauchen. Falls er uns überhaupt hilft. Ich bezweifle, dass ihn je jemand nach seiner Meinung oder so gefragt hat. Normandy, vergessen Sie Okir. Aber wir haben ein Paket, das geborgen werden muss. Und es ist ziemlich groß. Eine große Echse. Okay, okay, er hat sie eigentlich geopfert. Da ich habe gedacht, die können wir noch retten. Deswegen bin ich schnell an das Terminal gerannt. Eigentlich im Prinzip hat er bloß noch gesagt, ja, dass es sein Opfer war, sozusagen, für den Soldaten. So, Stufenaufstieg. Zwei Gruppenpunkte erhalten, Mission Zusammenfassung, Klonanlage zerstört, Okea tot, aber sein Sohn wurde geborgen. Verlust von Okea könnte ein Problem sein. Shepard soll entscheiden, ob der Kroganer aktiviert werden soll. Immer muss ich alles entscheiden. Kroganische Vitalität, Mikrofasergewebe.
Präzisionsgewehr Schaden haben wir noch und einen Haufen Kredit, 36.000. Platin haben wir ein bisschen gefunden, ja, das war's. So. Sehr schön. Spielen Sie einen Abschnitt nochmal. Sie können Zwischensequenzen und Dialoge springen, indem Sie Leertaste drücken. Okay, ja, manchmal muss man das halt. Wenn man das Spiel zum Beispiel meint, es hatte einen Bug hier. Wie bei dem einen Frack da, wo wir auf einmal in der Luft rumgelaufen sind, ne? Zu Studienzwecken mitzunehmen ist sinnvoll. Aber ich habe Bedenken, ihn aufzuwecken. Ja, das haben Sie jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ein normaler Kroganer ist gefährlich. Der hier wurde von einem Wahnsinnigen erschaffen und vermutlich ausgebildet. Okay, behalten Sie für sich. Sie sind so aufgeregt. Ganz ruhig, ist ja versiegelt. Ja. Er kann da nicht raus, solange ihn keiner von uns rauslässt. Und falls Okir nicht irgendeine Art Absicherung installiert hat oder eine Fehlfunktion den Tank abschaltet. Tja, kommt er raus, Lüftung ein. Ja, wir werden uns auf jeden Fall vorsehen, also das, sonst wäre ich nicht Shepard, ne? Ich will ja nicht sofort mit dem Brecheisen ran, aber ich werde eine potenzielle Ressource nicht einfach aufgeben. Es ist Ihre Entscheidung, Commander, aber seien Sie bloß vorsichtig. Ist notiert. Der Frachtraum ist sicher genug, bis ich entscheide, was mit ihm geschehen soll. Okay, jetzt im Frachtraum ist er jetzt eingelagert. Den Krogana aktivieren. Entscheiden, ob der Zuchttank des Kroganischen... Okay, Vorbildoption. Kroganische Vitalität. Jetzt kriegen wir ja alles nochmal durchgebetet. Danke, da gehen wir gleich mal ins Labor. Ja, wir werden entscheiden, ob wir ihn aktivieren. Natürlich werden wir ihn aktivieren, also komm. Vielleicht gibt es auch andere, wo das mal gesagt haben, nein, nicht aktivieren. Ich weiß bloß nicht, da kriegt man eigentlich nur Nachteile. Finde ich jetzt mal so. Waffen-Upgrades betrachten. Das Brezelgewehr, da wollen wir mal aufbrezeln nochmal, ja. Forschung. So. Kopfschussschaden. Ja gut, mir nützt es zwar nichts, ich hab's ja nicht. So, da können wir nochmal Kopfschussschaden hier. Okay. Platin haben wir eigentlich auch genügend. So, das war... Was? Pulsar? Okay. Waffen-Upgrade. Können wir da noch was machen? Nein. Ja, was ist das eigentlich hier mit der Extra-Munition? MP. Bei der MP brauche ich es eigentlich. Die brauche ich nur bei der Pistole. Das wäre mir viel lieber. Panzerungs-Upgrades. Okay. Da ist nichts. Prototypen. Kroganische Vitalität. Erforschen wir auch. Kostet ja nur Platin. Und das ist eigentlich dauerhaft überall findbar. So, haben wir noch was Prototypenmäßiges? Nein. Nur dieses fortgeschrittene Training, was auch immer das ist ja. Hoppala. So, ich kann ja mal ganz kurz nochmal reingucken hier. Was kann man da nochmal trainieren? Forschung, Barriere, lalala. Energie und Aufspalten. Ja. Das sind viel zu viele Sachen da ja. Kostet natürlich diese Dings da. Aber jetzt kann ich gar nicht mehr zurück. Was soll denn das? Ich wollte es doch jetzt gar nicht. Neuralschock. Schreddermunition. Erhöht Gesundheit. Das ist übrigens doch gut. Dann nehmen wir mal das halt einfach mal. Gib mal was dafür aus. So. Fortgeschrittene Meisterschaft hier. Was hat denn jetzt eigentlich der Mordin dazu zu sagen? Shepard, wie kann ich Ihnen helfen? Nee. Haben Sie mal eine Minute Zeit? Später. Aktualisiere die Dentaldaten der Crew. Cerberus-Personal hat ausnahmslos Cyanidkapseln in den Backenzähnen. Primitiv. Blendgranaten im Augennerv sind schwieriger zu entschärfen. Noch etwas? Blendgranaten im Augennerv? Okay. Zurück an die Arbeit. Bin hier, wenn Sie mich brauchen. Aber die anderen, die Kapseln sind noch tödlich so richtig. Und nur die Blendung, dann ist er ja blind nur. Aber das bringt doch nichts. Soll ja tödlich sein, von daher. Na gut, vielleicht verstehe ich das auch richtig. So, wisst ihr was? Wir waren schon lange nicht mehr da drüben drin. Beim Jacob. Servus. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja, immer doch. Ich will über Sie reden. Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. Wie Sie möchten, Commander. Cerberus hat zwar auch Dienstgrade, aber es ist nicht die Allianz. Private Kontakte sind nicht verboten. Hm. Ihr Schiff, Ihr Befehl. Wenn Sie mit jedem gut Freund sein wollen, ist das Ihre Sache. Ganz ruhig, Jacob. Mich interessiert nur, wie Sie so ticken. Bei jedem anderen würde ich jetzt gehen. Die meisten Leute bei Cerberus tun so, als wären Sie der Unbekannte.
und verstecken irgendeinen Blödsinn hinter einem Lächeln. Aber Sie, mir gefällt, was ich gesehen habe. In Ordnung. Was möchten Sie wissen? Ja. Haben Sie Familie? Wartet zu Hause jemand auf Sie? Ich bin ein Einzelkind ohne Verwandtschaft. Hab mich nie irgendwo niedergelassen. Schien mir bei dem Job nicht angebracht. Und was man nie hatte, kann man auch nicht vermissen. Sie vertrauen mir schnell. Ja, übrigens, Sie und Miranda, war da irgendwas? Ich weiß, dass Sie und Miranda zusammengearbeitet haben. Ich hatte den Eindruck, dass da vielleicht mehr war. Erst kamen wir uns näher und waren dann plötzlich sehr weit voneinander entfernt. Und der Rest geht Sie nichts an, Commander. Mein Schiff, meine Sache übrigens, ja? Ja, ich bin an ihr interessiert. Nee, überhaupt nicht. Stimmt, und vergessen wir es ganz schnell wieder. Vergessen Sie es. Ich setze darauf, dass Sie alles professionell angehen werden, Jacob. Danke. Das hat mich an der Allianz immer gestört. Man konnte nicht mal seine eigenen Probleme selbst lösen. Cerberus ist da genauso. Sie geben sich nur mehr Mühe, ihre Überwachungsmethoden zu verschleiern. Naja, wir geben ihnen eine Show. Wir haben nichts zu verbergen. Nö, überhaupt nicht. Das haben wir gerade nötig. Sollen Sie zusehen. Wir haben nichts zu verbergen. Und selbst wenn, wäre es egal. Sie können uns ja schlecht zurückpfeifen. Wir ziehen die Sache durch, ob es Ihnen nun passt oder nicht. Wie auch immer, ich muss weitermachen. Danke für das Gespräch, Shepard. Wir können es ja bei Gelegenheit fortsetzen. Ja, können wir. Ja, übrigens, Jacob. Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Meinung über die Crew. Ja, vielleicht mal die Meinung einholen. Was halten Sie vom Zustand der Crew? Wir haben kein vollständiges Team. Ohne die richtigen Spezialisten haben wir keine Chance. Noch etwas, Commander? Was über die Mission? Wie läuft's, Jacob? Eine Meinungsäußerung zur Mission vielleicht? Wenn Mordens Modifikationen halten, haben wir eine Chance. Noch etwas, Commander? Es geht mir eigentlich mehr darum, mich ein wenig zu unterhalten. So schnell? Ich bekomme solche Gespräche ungern aufgezwungen, Shepard. Lassen Sie uns das verschieben. Ja gut, hätte ja sein können, dass du jetzt nochmal ein bisschen reden möchtest. Alles so verschlossen hier, also. Wir sprechen später. Commander. Man weiß halt nie, wer mit uns reden möchte oder nicht, ne? Na gut, wobei die Kelly, glaube ich, das uns eher sagt, wenn da mal Redebedarf besteht. So, Waffenkammer, raus hier. Gut, jetzt öffnen wir mal das private Terminal, gucken mal nach Nachreden. Nachreden, genau, nach Nachrichten meine ich. Ohne Thema, okay, sehr schön. Von Fehler ungültiger Absender. Hey Shepard. Habe gehört, ich muss Ihnen danken, dass ich nicht von der Purgatory entkommen bin. Wollten mich zwar wieder festnehmen. Ja, dass ich von da entkommen bin, okay. Aber die Durchsuchung nach Waffen war nicht gründlich genug, okay. Dafür werde ich mich in mein nächstes Opfer ihren Namen statt meinen schneiden. Was? Das ist mir gar nicht notwendig, da muss nicht den Namen reinmachen. Gibt es jemanden, den Sie umnieten wollen? Haha. Trotzdem, Sie haben auf meinem Weg nach draußen auf mich geschossen. Und deswegen muss ich Sie umbringen. Sie kennen das ja alles. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du zulässt, dass dich einer verletzt, kommt er auf dumme Gedanken. Also solltest du ihm eine Nachricht schicken. Und genau das mache ich gerade. Man zieht sich. Die Leute, die hier wohnen, kommen zurück. Showtime. Halten Sie sich nach Ihrem Namen Ausschau. Ich sorge dafür, dass sie ihn früher finden als ich sie. Billy, ja. Ach, der Typ, der gekauft werden wollte. Ja, die Nachrichten sind als immer so schwierig zu lesen. Manchmal hier da stolper ich immer. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Aber ich nicht mit dem. Aber naja, gut, wenn es denn sein muss. Halt, falsch. Wir können ja. Wir müssen hier hinten rum. Das ist eigentlich auch blöd, dass man da durch einen von den zwei Räumen hier rennen muss. So, Briefing Room. So, hier über diesen komischen Pixel, was der da hier hat. Ja, da klappt der Tisch ein. Das ist auch immer lustig. So, da wird mal eingescannt. Ich glaube, wir haben sie. Der Kontakt zu Horizon, einer unserer Kolonien in den Terminus-Systemen, ist soeben abgebrochen.
Wenn sie nicht schon angegriffen wird, ist es sicher bald soweit. Hat Morden die Gegenmaßnahmen für die Seeker-Schwärme fertig? Noch nicht. Hoffentlich kann er gut unter Druck arbeiten. Da ist noch etwas, das Sie wissen sollten. Ein früheres Crewmitglied von Ihnen, Kaidan Alenko, ist auf Horizon stationiert. Okay, Kaidan? Das kann kein Ziel sein, die Allianz benachrichtigen. Naja, was macht er auf Horizon? Mein letzter Stand ist, dass Kaidan bei der Allianz war. Was macht er in den Terminus-Systemen? Offiziell handelt es sich um ein Programm zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Allianz und Kolonien. Aber in Wahrheit haben sie etwas vor. Und wenn sie Commander Alenko schicken, muss es was Großes sein. Ich schlage vor, sie klären das mit ihm. Ja gut. Sollten wir vielleicht die Allianz benachrichtigen? Wir sollten die Citadel benachrichtigen. Die Allianz kann uns Verstärkung schicken. Nicht vor ihren Ermittlungen. Ich will nicht, dass uns die Allianz in die Quere kommt. Sobald sie die Lage unter Kontrolle haben, schicke ich die Nachricht persönlich ab. Na gut, dann bin ich mal bereit. Geben Sie uns die Koordinaten, wir brechen sofort auf. So früh wurden wir noch nie gewarnt, Shepard. Viel Glück. Tja, man muss ja Joker, auch mal Glück haben, ne? Nehmen Sie Kurs auf Horizon. Ich muss mal kurz zum Professor. Zu Befehl, Commander. Aha. Was ist das? Sagen Sie mir, dass Sie etwas haben. Ja. Das ist doch eine Rüstung. So, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Was ist das denn? Aha. Lilith, wir haben ein Problem. Können Sie die Zielerfassungsmatrix noch immer nicht kalibrieren? Diese Verteidigungstürme sind nutzlos, wenn wir das nicht in den Griff kriegen. Tut mir leid, Commander. Unsere Kommunikationssysteme wieder online zu bringen, hat Vorrang. Ja, okay. Direkt ein Wunder, dass man mir dafür nicht auch noch die Schuld gegeben hat. Die Menschen hier draußen vertrauen der Allianz nicht. Aber das ist nichts Persönliches. Was ist das? Bringen Sie alle in den Schutzraum! Oha, jetzt haben sie ein Problem. Ich gebe Ihnen Deckung, los! Schnell! Ja, diese Schwarmmücken da ja. Oh. Ja, wenn man hier von denen gestochen wird, dann wird man gestunt sozusagen. Okay. Ja, das sind die Kollektoren, die sammeln jetzt die Ware ein sozusagen. Das sieht aus wie ein Felsen, das Schiff. So ein bisschen. Übernehme Kontrolle. Wir sind die Vorboten ihrer Perfektion. Bereitet diese Menschen auf ihren Aufstieg vor.
Aha. Seid ihr also auch Borg oder was? Perfektion? Aufstieg? Ja, jetzt wird mir ja gleich eine Mission geschmissen, ohne dass wir es eigentlich brauchen oder wollen. Ja, wen nehmen wir denn heute mit? Also Miranda hat man dabei. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal Jack mit. Und Garrus wäre vielleicht nicht schlecht. Annehmen. Ja. Gut, Pünktchen. Wir können noch Pünktchen verteilen. Shredder-Munition, das haben wir uns auch wieder zuerst hinzugefügt jetzt. Ja. Überlastung, Verbrennung. Ja, ich glaube, wir gehen mal weiter auf die Verbrennung. Und auf KI-Hacken noch. So. Das mit dem Andrücken nervt, dass wir da immer weiter mehr vorschreiten. Wir müssen hier mal noch hier ordentlich was kriegen. So, Garrus, da kann man auch noch was machen. Trojanischer Rebell wird natürlich weitergemacht, da können wir jetzt dann auch auswählen. So. Trojanischer Abtrünniger, wenn es schießen kann, weiß Garrus, wie man damit umgeht. Sein Waffenschaden, seine Kräfte steigen dramatisch. Gesundheit 15%, Waffenschaden 25%, Schaden der Kräfte 25%. Oder? Lange einsame Stunden unter katastrophalen Umständen haben Garrus Gesundheit und die Kräfte gestählt. 20% Gesundheit, Waffenschaden plus 18, Schaden der Kräfte 25%. Da hätte er halt wenig Gesundheit, aber ich glaube, wir nehmen bei ihm den Abtrünnigen. Ja. Das wäre das. Und die panzerbrechende Muni, warum geht das nicht? Ach, weil er noch nicht loyal ist. Ah, wir müssen da noch eine Loyalitätsfolge machen, sozusagen. Und bei Jackie, da können wir ziehen oder Schockwelle weitermachen. Ach, wir machen mal die Schockwelle weiter. So, dann hätten wir alle. Gruppenwaffen, ja, bleibt so wie es ist. Weiter geht's. So. Dann setzt uns mal ab in den Schwarm hier. Ah, ich hoffe, wir haben jetzt das Insektenschutzmittel aufgetragen. So. So, da geht's los. Ja, echt, ich wollte doch jetzt gar nicht die Mission machen. Das ist mir jetzt total so gekommen. Wir sind am Boden. Morden, sind Sie sicher, dass die Panzerungs-Upgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Aha. Theoretisch? Klingt ja vielversprechend. Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Seeker-Schwärmen. Freue mich aufs Wiedersehen, falls Sie überleben. Scherzkeks. Ich hätte ihn ja mitgenommen, ne? Hätte aus nächster Nähe das sehen können, ob es sicher ist oder nicht. So, jetzt hat er. Also gut, also die Viecher kommen schon mal nicht auf uns angeschwärmt hier. Dann müssen wir hier mal rumgehen. Ah ja. Da geht's schon los. So, warte mal, ich muss mich ja mal ducken hier. Was könnten dagegen die helfen? Das ist immer so eine Sache. So, Pam. Also die sind doch organisch normalerweise, oder? So, zerbrechliche Kiste habe ich zerstört hier. Da ist irgendwo einer, aber ich sehe ihn richtig. Da, da jetzt. So muss es sein. Ja, so und nicht anders da. Hoppala, das hat glaube ich gar nichts gebracht. Lebt noch die Drohne. So, Pam. Sind wir sicher oder wie schaut's aus? Ja, vorerst sind wir mal sicher. Das ist ein Traktor oder sowas. So, was ist das? Energiezellen. Nehmen wir uns natürlich mit. Da liegt noch Mund rum. Die nehmen wir natürlich mit. Keine Frage. So.
Datenpad. Hacken. Ja, wieder dieses Hackspiel. Das müsste das hier sein. Und dann... Nee, das nicht. Nein. Nein. Und nein. Ich sag mal, wo geht's denn hier? Das hier, oder? Ja. Da müssen wir schnell hier runter. Wo ist denn das andere hier? Das hier noch. So. Okay, perfekt. Zugriff gewährt. Geld 6000 Credits. Okay, was ist denn? Okay, hier hinten geht's weiter. Gut, das ist mal ein guter Punkt hier. Mal einen Cut zu machen wieder. Ich wollte die Mission eigentlich noch gar nicht begehen, aber ihr habt es ja gesehen, hier Kurs nehmen und zack, los geht's. Das konnte ich gar nicht beeinflussen. Ja, ich sage jetzt einmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Euer Commander Legolas Shepard will sich jetzt dann verabschieden, aber es wird noch ein paar Codex-Einträge geben wahrscheinlich. Ja, dann sage ich aber ciao, ne? Und kommt beim nächsten Mal wieder vorbei. Die Kolonie Freedom's Progress war früher Horizon, ist eine typische Terminus-Kolonie von minimalem touristischen Interesse, verspricht jedoch lohnende ökonomische Möglichkeiten, vor allem im Bereich neuer Produkte für die Menschen und beim Handel mit der turianischen Hierarchie. Nach erster Erforschung vor 18 Jahren begann 4 Jahre später die Kolonisierungsphase. Die fertige Kolonie ist mittlerweile 8 Jahre alt. Gesegnet mit grünen Wäldern und Frischwasser im Überfluss, pflegt Horizon eine koloniale Kultur, die als Zuflucht vor den immer zahlreicher werdenden Einschränkungen der von der Citadel geführten Gesellschaft großen Zuspruch findet. Horizon hat zahlreiche Dissidenten, Außenseiter und Sonderlinge aus dem gesamten Gebiet der Allianz angezogen. Bekannt als Raumschifffriedhof, war Corlus jahrhundertelang der Giftmüllabladeplatz schlechthin. Schiffe, die fast gestorben sind beim Massenportal-Durchtritt, wurden nach Corlus geschickt und komplett ausgeschlachtet. Der Rest wurde dann einfach über den Planeten abgeworfen, um Platz zu schaffen. Derzeit gibt es auf Corlus mehrere Söldnergruppen, wie etwa die Blue Suns, die angeblich Schiffswracks zum Testen neuer Munitionsarten benutzen. Schwere Geschützbatterien bedrohen jeden, der hier landen will. Aber die Verteidigung gegen Bodenangriffe ist minimal. Weil es früher aufgrund vulkanischer Aktivitäten zu einem Treibhauseffekt gekommen war, wurde Corlus zu heiß und hatte zu viel Kohlendioxid, um eine Biosphäre zu entwickeln, obwohl zahlreiche Seen die Entwicklung von Leben hätten fördern können. Heute ist Corlus kühl genug für abgeschirmte Ansiedlungen, aber immer noch so heiß, dass nur Liebhaber des Extremen und Söldner auf der Suche nach Geheimhaltung hierher kommen. Es gibt zahlreiche kroganische Außenposten und die Kroganer haben überall die 10 Varren angesiedelt, die sie auch als Kriegshunde halten. Varren fressen hauptsächlich Geophages Ungeziefer und sich gegenseitig. Aliens, nicht Ratsvölker. Kroganer, Blutrausch. Führt die Kroganer überall in der Galaxie als unfassbar gewalttätige Krieger gefürchtet, ist ihr legendärer Blutrausch sowohl Fluch als auch Segen. Unter dem Einfluss dieser Form von Wahnsinn werden Kroganer scheinbar unsichtbar. In Wahrheit sind sie jedoch lediglich völlig schmerzunempfindlich. Kroganer im Blutrausch kämpfen ungeachtet ihrer Verletzungen weiter. Ein Kroganer, dem alle Gliedmaßen abgetrennt wurden, versucht sogar nach dem Gehirntod bis zum völligen Versagen des Körpers den Feind zu beißen. Dieser äußerst hartnäckige und aggressive Blutrausch entsteht aus Synergie von 2 Aspekten des kroganischen Nervensystems. Zum einen gibt es ein positives Feedback, bei dem Adrenalin ausgelöst durch Angst oder Wut die Ausschüttung von Serotonin, einem Stoff im Gehirn, der Gelassenheit auslöst, unterdrückt.
Zum anderen ist da das überentwickelte limbische System der Kogana. Genau wie beim Menschen verlagern Angst und Wut die mentale Kontrolle von den Stirnlappen, die für den Vernunft zuständig sind, zum limbischen System, das für Aggression und Überleben zur Anwendung kommt. Bei diesem Veranlagung sinkt sowohl bei Kogana wie auch bei Menschen die Fähigkeit für logisches Denken und Selbstkontrolle. Vor der ökologischen Katastrophe auf Kukanka war der Blutrausch bei den Kogana äußerst selten. Schon damals hatten zwar alle Kogana in Kampfsituationen ein erhöhtes Wut- und Gewaltpotenzial, aber kaum einer war schmerzunempfindlich. Nur bei etwa 1% trat die soeben beschriebene Unterdrückung der Serotoninausschüttung auf. Der Zustand galt in der kogalischen Gesellschaft als krankhaft und zum Schutz aller Beteiligten wurden Betroffene mit Medikamenten ruhiggestellt oder sogar inhaftiert. Nach dem nuklearen Ökozid vor 4000 Jahren sorgte die Evolution dafür, dass nur Kogane mit der Möglichkeit zum Blutrausch überlebten. Heute erinnert sich kein Kogane mehr daran, wie es war, ein Leben ohne ungebremsten mörderischen Zorn zu führen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das System meldet sich nun ab.